Und ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Spyro. Endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play. Ja, Spyro, reicht die Trilogia. Ich hoffe auch, ihr habt darauf Bock, meine lieben Freunde. Ich habe einfach ultra Bock. Es gab mich lange nichts von diesem geilen Let's Play, aber jetzt wird auch endlich mal wieder Zeit. Es wird endlich mal wieder Zeit, mit einer neuen Folge weiterzumachen. Ich hätte nichts vorproduziert für den Urlaub, aber jetzt wird's richtig geil, meine Freunde, weil ich finde das Let's Play echt gut und das Spiegel. Gefällt mir auch richtig gut, meine Freunde. Deswegen, man darf es nicht mehr nachlässigen, wenn es mir gut gefällt. Oder wenn es mir so viel Spaß macht. Ich hab's aber leider von nachlässig, meine Freunde. Aber jetzt reicht mit den Vernachlässigungen. Jetzt reicht mit den Vernachlässigungen, meine Freunde. Sorry. Jetzt bin ich extra für euch da. Ich bin für mich auch da, meine Freunde. Fokus hier gefälligst. Hallo. Komm, Fokus hier einfach jetzt. Ach Mann. Na. Oh komm, halt die Klappe jetzt. Danke, weil es endlich funktioniert hat. Vielen Dank, dass es jetzt endlich funktioniert. Das freut mich sehr, dass es jetzt endlich auch geschafft hat. Oder auch, dass ich es endlich geschafft habe, meine Freunde. Schön, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, meine Freunde, diesen geilen Spiel weiterzumachen, meine Freunde. Ich bin wirklich sehr gerade, meine Freunde. Ja, wir sind noch einmal bei diesem Teddy Reagan Teil da, hier bei Spyro. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde. Und ich hoffe, ich komme heute weiter. Ich hoffe, ich komme weiter, meine Freunde. Es wäre egal. Ich würde mich wirklich freuen, meine Freunde. Wirklich jetzt. So, komm. Scheiß, aber ist egal. Also, ich frage mich noch immer, wie ich den grünen Drachen da oben bekommen kann. Bekomme ich den schon noch nicht? Ich weiß es nicht genau, meine Freunde. Ja, länger ist. Ich habe echt lange nicht mehr das Spiel gespielt, aber jetzt bin ich mal wieder am Start, meine Freunde. So, wie komme ich da jetzt hoch? Zu diesem Drachen da oben. Wie komme ich da hoch? Da. Dieser Drache da. Dieser Drache da. Dieser Drache. Genau da. Gibt es einen Geheimweg oder so? Kann das sein? Jojo, lustig. Ich gehe einfach mal nach links. Jetzt vielleicht ist er auch irgendwo Weg, meine Freunde. Das wäre echt geil, meine Freunde. Ich finde auch, ich finde es auch sehr schön, dass wir das Spiel spielen, weil ich mir auch gerade schon wieder, ich habe so gute Laune, ich habe auch so gute Laune, meine ich schon wieder. Also ich merke es auch schon wieder, meine Leute hier. Ob ich wieder gute Laune bekomme, auch wieder vom Spiel, deswegen, ja. Ich hab's gebraucht, meine Freunde. Ich hab's wirklich gebraucht, mal wieder eine neue Folge hochzuladen von diesem geilen Spiel. Ich bin wirklich sehr gehypt, meine Freunde. Ich bin wirklich sehr gehypt, meine Freunde. Ich hoffe auch ihr. Merkt es auch, meine Freunde. Ich bin aber sehr überfragt, weil ich weiß nicht, wie ich diese Dino-Sache da bekommen kann. Wie kriege ich den Dino da hinten? Ich weiß wirklich nicht. Aber gut. Ich gebe noch nicht auf, meine Freunde. Ist alles okay. Dankeschön. Okay, Dankeschön, Dankeschön. So, let's go. Also, gibt es einen Weg? Hier, das kann auch hier vielleicht der Weg zu den Drachen führen. Kann auch sein, ne, meine Freunde. Ja, kann auch sein. Hier vielleicht? Ne, hier nicht. Okay, hier nicht. Ja, ist egal. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin doof, aber ich kenne es bei meinen Freunden. Ist egal. Let's go, no. Ist okay. Los geht's. So. Ich gebe noch nicht auf, meine Freunde. Also alles gut. Kommen wir vielleicht zur Schatztruhe? Vielleicht komme ich da auch hin. Zur Schatztruhe. Zumindest komme ich da hin. Vielleicht. Ist ja echt geil. Das wäre nice, meine Freunde. Ja, sehr nice, Alter. Fest Ruhe bekommen. Okay, ich bin jetzt wirklich. Ich bin jetzt wirklich ver. Ich bin jetzt wirklich am Arsch. Unfassbar am Arsch bin ich gerade. Ja, ich bin schon seit langem am Arsch wegen diesen Drachen hier. Aber ich gebe nicht auf. Vielleicht hier oben, aber da oben war auch schon. Ich war überall. Ich komme nicht weiter, meine Freunde.
Ich kann auch einfach ein anderes Land suchen. Wie wär's, wenn ich einfach ein anderes Land suche? Komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, komm. Es reicht einfach gerade, Leute. Let's go now, komm. Let's go. Genau. So, vielleicht komme ich hier weiter, meine Freunde. Auch scheiße, aufpassen. Nicht hier einfach treffen lassen, mein Freundchen. Spyro, du musst aufpassen. Aber ich habe es auch gut gemacht, mein Freundchen. Habe ich ja gut gemacht, mein Freundchen. Alles gut. Scheiße, aber gut. So, machen wir auf jeden Fall so, meine Freunde. Genau, sehr nice. Hallo. Okay, dann brauche ich gar nicht diesen Scheiß machen. Also okay, dann würde ich sagen, machen wir diese Story hier weiter und lassen einfach diese Scheiße dann in Ruhe. Diesen Scheiß Drachen können wir einfach im Arsch schieben. Diesen Scheiß Drachen, den können wir einfach mal hier rein, da raus reinstecken. Okay, können wir einfach ignorieren. Der ist einfach scheißegal. Der ist einfach scheißegal, der Drecksdrachen, der kann das mal abschlecken. Ich bin baff, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Ja, gerne, 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 gerne. Ich hab sowas von Bock, meine Freunde. Ja, nein, nicht hier bleiben. Oh, meine Fresse. Ich würde sagen, ich einfach jetzt mal. Ja. Ich gehe einfach jetzt mal so mit. Ich gehe einfach jetzt mal mit euch zum Atisamen. Ich bin auf den Kopf gesprungen, so. Ich bin zwar auf den Kopf gesprungen, aber was soll's, meine Freunde? Ist egal. Und ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich auch ein bisschen auch wirklich auch ich habe mich wirklich auch ein bisschen davor gefürchtet vor dieser neuen Folge hier, also vor einer neuen Folge von Sparrow Reisetologia, also aufzunehmen. Ich habe ein bisschen davor Angst gehabt, die jetzt aufzunehmen, die Folge, aber ich bin ja weitergekommen, also brauche ich gar keine Angst haben, meine Freunde. Ich brauche 0,000% aufnehmen. Ich muss 0,00, ich muss 0,00% aufnehmen hier mit Angst auch haben, okay? Ich muss wirklich keine Angst haben vor dieses geile Display. Man muss es auf Spaß machen, nicht aus Ernst, auch aus Kack Leistung, aber ist egal, es geht auch noch. Okay. Ja, aber war leider ein Fail, meine Freunde. War leider ein Fail von mir, sorry, ich war leider schon bei den Freunden, ist egal. So, Hallöchen. Ja, ich war selber schuld, meine Freunde. Ich war selber schuld, meine Freunde. Das war der. Das war halt die erste Welt, aber ist egal. Kein Ding, meine Freunde, kein Ding. Ist das ja auch. Ist das auch eigentlich eine neue Welt? Ja, das kann auch sein, ne? Ja. Ist das eine neue Welt ja auch nicht? Die Tosi hier, ich weiß nicht. Es sieht für mich zwar. Es sieht zumindest ein bisschen für mich wie eine neue Welt aus, aber gut, ich weiß es ja nicht gerade. Ist egal. Wir geben trotzdem nicht auf, meine Freunde. Wir geben trotzdem nicht auf, meine Freunde. Also alles okay. So, genau. Ich geh weiter, meine Leute. Ich sag, oh no. Ja, hier? War ich schon? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Aber ich glaube schon, ob ich hier schon mal war. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was soll's, meine Freunde? Ist egal, komm. Hauptsache, wir haben einfach gute Laune hier. Das ist auch das Wichtigste, meine Freunde. Genau. Ich bin wirklich sehr langsam bei diesem Let's Play hier. Aber ich geh schon, meine Freunde. Ich geh schon. Scheiße, aufpassen. Sehr gut. Alles klar, danke schön, alles klar. Ach, komm, weißt du was? Ich kann einfach aufhören, das Spiel zu spielen. Wo ist er jetzt mal am Arsch und ich. Ja, ist am Arsch, dieser Arsch. Und da ist noch ein scheiß Trute. Nee, das ist unfair, oder? Das ist unfair, aber was soll's, meine Freunde? Jetzt aber hier, zack. Nee, jetzt gehe ich nicht, meine Freunde. Zack, verbrenn ihn. Verbrenn ihn. Verkack, du Arsch. Versohl dich. Ich hab ihn versohlt. Sehr nice, das ist ja genau. Dankeschön. Und das war's schon, let's go. Dankeschön. Na, Dankeschön. Sinne von dir, let's go now. Ich freue mich drauf. Leute, ganz genau. Und ich gehe weiter, meine Freunde, let's go now. Ja, nein, nicht da rein. Nicht da rein, nee. Okay. Schön weitermachen, meine Freunde, genau. Ich würde sagen, meine Freunde, ich gehe einfach jetzt mal mit euch zu diesem Ballon-Typ hier, wo. Also der hier auch, der ist.
der auch hier ist in dieser Welt, meine Freunde, genau. Das können wir echt machen, meine Freunde, das kann auch noch. Sehr geil, sehr geil. Genau, da sind wir auch schon, meine Freunde, Alöche, na, Asla. Machen wir. So, komm auch jetzt. Sorry, Herr. Ich will, genau, ich will in die magische Künste. Ja, sorry, ich weiß aber schon, meine Freunde. Ich habe mich verlesen. Ich dachte, Aktivland wäre die neue Welt, aber nee, das ist halt die erste Welt gewesen. Aber jetzt haben wir die neue Welt. Das sind nämlich die Magiekünste. Heißt wohl die Welt so, aber ist egal. So. Da haben wir es ja. Meine Freunde! Meine Freunde! Meine Freunde! Meine Freunde! Meine Freunde, ich hab's geschafft, meine Freunde. Ich bin einfach richtig aufgeregt, aber ich habe einfach eine gute Laune, meine Freunde. Ich habe einfach eine gute Laune. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Was zum Geil? Was das ist für ein Geil, weil wow. Oh Scheiße. Oh nein, das war ja klar, auf die Gas gegangen. Und zack. Jetzt gerade noch, ich freue mich drauf. Und da sind wir ja schon wieder, ja, sehr cool. Ich weiß nicht, ist das eine Eiswelt? Kann man das als Eiswelt bezeichnen? Oder ist es eine bayerische Welt? Oder eine Bergwelt? Kann man auch sagen, ne? Egal. Oh mein Gott, Hilfe, nein! Okay, das klingt interessant, meine Freunde hier. Das klingt interessant, meine Freunde. Ist eine bayerische Welt, ja, voll nice. Ist eine Bergwelt, okay. Voll nice, ist das eine Mumie, ja, voll geil, Alter. Die Idee ist mal richtig klasse, meine Freunde. Echt gute Idee, sehr gut. Dann verfolgen wir diesen Mumien, weiß ich nicht, Geist oder Gegner. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Mumiengegner, meine Freunde. Der hat auch, der lacht uns auch gerade, der gestern auch aus, mein Freund. Aber oh wow, hier ist auch noch ein Drache und der ist unbesiegbar, der Drache. Aber ist egal. Hallo, 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 Hallöchen. Was geht bei euch ab, alle? Hallöchen. Alles klar bei euch, ich freue mich drauf. Gerne, sehr gerne, kann ich gerne machen, mein Freundchen. Aber ich mache, wie gesagt, alles in Ruhe, meine Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, ja, geht's mal wieder weiter, meine Freunde, genau. Und ich würde sagen, wir machen einfach heute alles hier schön rund und nicht so beängstigt, wie ich halt erst leider im Gefühl hatte. Aber ich soll einfach nur ein gutes Gefühl haben. Ich muss auch einfach ein gutes Gefühl haben, um halt das Spiel auch zu spielen, genau. Mir ist wichtig, dass ich halt gute Laune habe auch hier beim Spiel, genau. Mir ist wirklich wichtig, meine Freunde. Ich kann ja auch gleich schon zum neuen Gebiet, nämlich zum Alpenkamin, oder nee, nicht Kamin, Kamm gehen, sorry. Kann ich gerne machen, meine Freunde. Kann ich wirklich machen, meine Leute. Und ich merke, dass diese Gegner da oben unbesiegbar sind, wenn ich nicht irre, weil man kann die nicht besiegen. Oder kann man nur. Ja, ach so, doch, doch geht, okay, sorry. Ich habe mich gerade leider vertan. Man kann die Gegner nur mit Rammen besiegen. Man kann sie nicht mit Feuer oder mit, weiß ich nicht, mit draufspringen besiegen. Man kann sie einfach nur mit Rammen besiegen. Okay, dann rammen wir ihn. Let's go. Scheiße, scheiße, scheiße. Sorry. Ja, ich bin doof, wie ihr wisst, ne? Ich habe leider verkackt, aber ich bin ja auch noch in der neuen Welt. Also alles okay. Das ist ja auch noch die neue Welt. Das ist ja auch die aktuelle Welt, meine Freunde. Also okay. Alles go, genau. Ich freue mich drauf. Das geht genau. Kannst mal schneller gehen, meine Freunde? Ich hoffe, es geht mal schneller. Ja, danke schön. Ich glaube genau, danke schön. Ich glaube genau. Ich habe ein bisschen bis heute hier, aber es geht schon, meine Freunde. Es geht schon. So, wo ist der jetzt, der Arschloch? Da ist er doch, da. Aha, da oben. Aha. Ja, wie soll ich da hochkommen? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich da hochkommen, meine Freunde? Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie ich da hochkommen soll, aber egal. Gut, dann danke ich dir. Ich bin trotzdem ein bisschen zufrieden heute, meine Freunde. Also, danke schön. Dass ihr das auch versteht, meine Freunde, dass ich zufrieden bin, meine Freunde. Aber ist okay, hallo. Hallo, hallo, hallo. Boah, Junge, wir haben ihn zerstört, diesen Arsch. Wir haben diesen geilen Loot einfach besiegt. Sehr gut, das freut mich sehr, meine Freunde. Sehr gut. Okay, der Mumien, weiß ich nicht, Geist oder Gegner, wird uns gerade zerstören, aber alles okay. Wir lassen uns nicht drauf ein, meine Freunde. Wir lassen uns einfach nicht drauf ein, meine Freunde. Hallöchen. Alles klar. So, das Go now, ich freue mich drauf. Ja, sehr gut. Sehr schön gemacht, meine Freunde. Sehr gut. Schön die Ruhe machen hier, genau. Schön wegbomben, bäumsen. Das haben wir echt gut gemacht, meine Freunde. Und da braucht man, glaube ich, auch so einen Ramm.
habe ich auch verpeilt. Ich bin doof gewesen. Ich dachte, man hat noch nicht drauf, aber man hat, glaube ich, alle Attacken drauf. Man kann die auch am Anfang schon alle machen. Man kriegt, glaube ich, nichts Neues dazu. Attacken. Also man kriegt, glaube ich, weder noch Attacken noch was anderes noch dazu in diesem Spiel, aber. Das ist jetzt. Das weiß ich auch, meine Freunde. Ich hab's nämlich am Anfang des Spiels nicht gewusst, aber ihr wisst doch, ich bin einfach nur ein Ruder Coco Moko. Let's go, genau, ich freue mich drauf. Lustig.